nicht. Wo ist denn die Dose? Er hat sie gefressen. Romantischer als jedes Autokino. Die Leinwand am Quetziner Strand, eine Premiere. 4 Stunden zuvor. Auf dem Gerüstturm Marke Eigenbau soll der 3000 Watt Beamer stehen. Sicher natürlich. Sonst droht die ganze Veranstaltung buchstäblich ins Wasser zu fallen. Naja, egal. Wir wackeln mal dran. Wie steht das? Okay. Also in Ordnung. Derweil wird am Ufer das Aufstellen der Leinwand vorbereitet. Direkt im Sand, für ein Schiffskino hat der Verleiher noch nie eine Projektionsfläche aufgebaut. Die Erdnägel sollen später das Kinoerlebnis vor Windböen schützen. Die Stromkabel für den Beamer werden währenddessen durch hochprofessionelle Spezialleitungen gezogen. Abwasserrohre. Mittlerweile finden sich auch die ersten Gäste ein. Einen Platz in der ersten Reihe sichern. Eine irre Idee. Sonst ist ja immer alles gleich. Jeder macht eine Party irgendwo, aber sowas hat es noch nicht gegeben. Vom Autokino hat man ja schon mal gehört, ne? Aber so Wasserkino noch nicht. Wir sind auch ganz gespannt, ob alles so klappt heute, ne? Jetzt warten wir noch auf den Mann mit dem Popcorn, ne? Erstmal kommt aber die Bestuhlung für den VIP-Ponton. Und die Leinwand, 8 Meter breit, nimmt endlich Form an. Auf dem Plauer See stellt sich derweil gemütliche Vorfreude ein. Abendbrot im Abendrot statt Werbung vor dem Film. Viele haben Freunde und Familie auf ihre Boote eingeladen. Ja, finde ich auch. Das ist eine ganz schöne Dichte hier. Ich finde es super und ich hoffe nur, dass es sich finanziell rechnet, damit es wieder gemacht wird und das nächste Mal doppelt so viel kommt. Der Veranstalter organisiert normalerweise Gruppenausflüge, zum Beispiel mit Kanus oder Quads. Nun, das Schiffskino. Dankeschön. Bitteschön. Viel Spaß. Danke. Dass so viele gleich beim ersten Mal kommen würden, damit hatte kaum einer gerechnet. Eintritt bzw. Einfahrt 5 € pro Person. Jetzt könnte es losgehen. Nur der Beamer ist ein wenig in Schräglage geraten. Paddel, wie sollte es im Schiffskino anders sein, soll nun das Bild gerade rücken. Illegal. Ist mir jetzt egal, ob das funktioniert. Mit etwas Verspätung startet die französische Komödie in ganz besonderer Atmosphäre. Nur einen Schönheitsfehler hat der Abend. Wie soll ich sagen? Stefan! Aber trotzdem gut! Immer wieder fliegt die Sicherung raus. Den Film gibt es also in Etappen. Trotz der Startschwierigkeiten, Schiffskino soll es jetzt öfter geben. Am und auf dem Plauersee.